Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich war schon länger nicht mehr shoppen und ernähre mich irgendwie seit Tagen vom Lieferservice, Pizza und irgendwie mysteriösen Nudelsachen. Daher dachte ich mir, ich meine, es ist nicht so schlimm, aber... Hat seine Folgen? Und daher dachte ich mir, ich muss einkaufen gehen, ich brauche Vitamine, ihr seht, ich sehe halb tot aus. Jetzt kommen welche. Halb tot geht es gar nicht, nur... Auf jeden Fall werde ich heute zu Edeka fahren und zu Lidl und einen kleinen Live-Haul mit euch drehen. Das ist eine Videoreihe, die ist sehr beliebt bei euch. Ja, wir müssen einkaufen und ihr kommt mit. Ich werde mich jetzt erstmal kurz ein bisschen fresh machen, weil ich sehe echt fertig aus und würde gerne während dem Video ganz süß und toll aussehen. Ob es klappt, weiß ich noch nicht. Ich habe hier ganz viele Make-up-Produkte, mit denen ich mich schminke, die ich sonst nicht so benutze. Aber heute benutze ich sie mal. Das mache ich dann zwischendurch gerne, um neue Produkte zu testen. Auf geht's. Machen wir was Schönes aus diesen Punkte, Pickel, Augen, Brau, Augen, Ringe, Tamtam. Na, Pickel? Der ist hier. Na komm. Komm her. Rudi, komm her. Komm. Komm zu Papa. Ach, das glaube ich dir nicht, dass er hochgekommen ist. Komm her. Rudi, komm her. Rudi hat Angst, Treppen zu laufen. Komm her. Hallo! Na komm her. Baby! Baby hat sich getraut, die Treppen zu laufen. Komm her! Komm rein. Oh, ich bin so stolz. Ist das zweite Mal, dass er das macht? Na komm. Komm rein. Hallo! Guck mal, Baby, es ist in Mamas Schminkzimmer. Oh, guck mal, hier ist dein Popo. Ja. Fein. Ist er alleine hochgekommen? Ja, ich hab gesagt, hopp, komm hoch. Wow, Baby, du bist so mutig. Baby hat Angst vor Treppen. Ja, Mama arbeitet hier immer. Ja, brauchst du Lippenstift? Nein, nein, du bist schön, ne? Wartet. Guck mal. Ja, der Teppich sieht aus wie Scheiße, wundert euch nicht. Ich hab euch das mal gezeigt. Hier ist mir überall Make-up runtergefallen. Ich krieg das nicht mehr weggemacht. Mhm. Hier ist das Kaffee. Weiße Teppich. So. Oh, hier ist Baby. Diggis, das ist ein epischer Moment, ne? Krass, dass das zufällig, ich schwöre jetzt per Kamera aufgenommen ist, dass das zweite Mal, dass der Treppen jemals gelaufen ist. Er traut sich immer nicht, ne? Hallo, hier macht Mama immer Produktfotos. Das ist Mamis Lampe. Oh, laber aber jetzt nicht so eine Scheiße, Mann. Nein, ich bin hammerstolz, Mann. Er checkt das nicht, Mann. Oh. Er ist ein Hund. Ja, ein Popo. Ja, Babys Popo in Mamis Zimmer. Ich bin am Film. Nee, das werde ich jetzt auch nicht auf Rudi schieben. So, ich schmink mich jetzt im Schnelldurchlauf und genieße meinen Besuch. Ja, die gieß auf jeden. So, und wir fangen von vorne an. Ich melde mich gleich bei euch, wenn ich fertig bin. So, Diggis, ich bin jetzt fertig geschminkt. Also, ob das jetzt so einen Unterschied gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ich finde, ich sehe ein bisschen frischer aus als vorher. Ey, rechts kriege ich meine Kontur immer so schön hin, aber links ist immer verkackt. Schreibt mir gerne, wie ihr das Make-up findet. Das ist jetzt einfach auf ein bisschen schlicht und so. Liquid Lipstick habe ich drauf. Maybelline Superstay Matte Ink Nummer 75 Fighter. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt nur zu Edeka zu fahren und euch mitzunehmen, weil wir haben Sturmgefahr bei uns im Norden und Lidl ist ein bisschen weiter und ich mag nicht so fahren bei so Sturmdrama. Ich zeige euch das mal. Man sieht das jetzt nicht so krass, aber es ist windig, zwischendurch Hagel, nass und nee, das ist mir zu tricky. Siehst du, guck mal. Siehst du, wie das da wackelt? Mhm. Deswegen werde ich jetzt nur zu Edeka fahren und euch da mitnehmen. Lidl wird dann einfach ein anderer Vlog. Heute ist alles ein bisschen chaotisch, weil ich bin auch ganz durcheinander wegen Baby, weil er die Treppen gelaufen ist. Der traut sich das nicht, Diggi. Seit über 2 Jahren haben wir ihn jetzt schon. Und er traut sich das nicht, ne? Und jetzt das zweite Mal. Ich bin so stolz und deswegen auch hibbelig. Und ist alles ein bisschen chaotisch heute. Aber ich nehme euch mit zu Edeka und da drehen wir dann unseren Mini-Edeka-Live-Haul. Bevor es jetzt zu Edeka geht, das ist mein Mittagessen. Das habe ich selber mal erfunden in der Not. Dazu werde ich euch irgendwann mal ein Video drehen mit einem coolen Rezept. Nudeln mit Thunfisch und Paprika-Brunch. Sehr, sehr lecker. Mag ich richtig gerne. Das esse ich und dann geht's los. So, einmal weg von der Route sind wir jetzt bei Rossmann. Ich wollte gucken, ob sie eine bestimmte Lidschattenpalette haben. Haben sie nicht. Ich wollte mir nämlich die Essence Berlin Palette kaufen, weil die soll ähnliche Farben haben wie die Hattische Schmidt Day Palette. Und das wollte ich mal vergleichen. Das hat eine andere YouTuberin gemacht und sagt, die sind beide gleich gut. Und das wollte ich, der ganzen Sache wollte ich mal auf den Grund gehen. Aber ja, bringt nichts, haben sie nicht.
Mist. So, auf geht's zu Edeka. Als erstes zu meinem Postfach. Da kriege ich immer Briefe hin, meistens Rechnungen und so nervigen Kram, aber manchmal auch Zuschauerpost. Die Adresse findet ihr in der Infobox. Oh Mann, ich bin so ein blöde Digis, ey. Ich habe mir extra so Tüten gekauft, damit ich nicht diese Plastiktüten nehme. Tschüss, sei leise, wenn ich rede. Die 500 Gramm Packung erhalten Sie für nur 2,99 €. Ich habe mir extra solche Tüten gekauft, damit ich nicht immer Plastiktüten nehme, wenn ich mir irgendwie Obst und Gemüse kaufe. Jetzt habe ich die Tüten vergessen. Guck mal, ich zeige sie euch. Die habe ich mir sogar extra hier bei Edeka gekauft. 3,50 €. Ah, hier sind jetzt eingepackt, ne? Aber das sind so wiederverwendbare Tüten für Obst und Gemüse. Aber ein Tipp, den mir eine Followerin gegeben hat, wenn ich Obst und Gemüse kaufe, gibt es ja diese Plastiktüten und die verwende ich wieder für meinen Badezimmermülleimer. Schauen wir mal, was ich kaufen möchte. Ich habe immer auf Schlau so eine Einkaufsliste auf dem Handy für Edeka, Lidl, Aldi, Apotheke und. Und da stehen dann meistens Sachen drauf und manchmal gucke ich halt so nochmal. So, ein leckeres Gürkchen. Jetzt wollte ich eigentlich hier so Peperonis kaufen, haben die aber nicht. Schatzi mag die eigentlich immer sehr gerne, so Peperonis mit so Frischkäsefüllung. Gibt es aber nicht. Ich bin immer so lost beim Einkaufen, weil ich halt auch kaum weiß, was man so kochen kann aus irgendwelchen Zutaten. Oh, ich habe jetzt mal HelloFresh angetestet. Also angefangen, ne? Also noch nicht angefangen. Ich krieg noch ein Paket von denen für 3 Mahlzeiten. Ich wollte mir das gerne mal angucken und testen, wie das so ist, ob das cool ist. Ist schon ein bisschen teurer, aber ich habe das mit so einem Rabattcode geregelt. Weil, Digga, wird Zeit, ne? Ich muss kochen lernen, echt. Cool, was ich mir jetzt kaufe, kann ich auch empfehlen. Edeka Bio. Finchi Toasties, das sind so Roggen-Toast-Dinger. Dann sind die haltbar, okay. So, meistens, eigentlich fast immer frühstücke ich morgens mittlerweile einen Shake. Aber ab und zu, so nachmittags oder so, habe ich auch Bock auf Brot, ne? Und dann sind so Toast-Dinger eigentlich ganz cool. So, Hühnersuppe. Immer auf Vorrat bei uns. Da mag ich die von Knorr am liebsten. Mal, nehmen wir mal 5 Stück mit. Aha. Dann teste ich verschiedene Milcharten aus für meine Shakes, die ich morgens immer trinke. Soja Light. Können wir mal mitnehmen. Und was ich mega gerne mag bei meinen Shakes, das macht so einen richtig leckeren Geschmack, Digis, ist Mandelmilch ohne Zucker geröstet. Dann hast du so einen richtig nicen Geschmack zu diesen, hast du ja so Mahlzeitenersatzshakes, ne? Ich krieg morgens irgendwie nicht mehr viel runter. Dann nehme ich so einen Shake. Finde ich nicht schlimm, solange man nicht jede Mahlzeit damit ersetzt. Und Mandel geröstet, hammerlecker. Kann ich mega dazu empfehlen zu solchen Shakes. Nehmen wir mal 2 mit, ne? So, Nudeln. Vollkornnudeln. Mag ich sehr gerne. Schmecken viel leckerer zu dem Rezept von heute als andere Nudeln. Schatzi mag normale Nudeln lieber, aber die haben gerade keine. Nee, haben die nicht. So, nochmal zum Obst und Gemüse. Ich versuche jeden Tag ein bisschen mehr Obst und Gemüse zu essen. Ich vergesse es meistens, obwohl wir immer Äpfel vom Bauern bei uns haben. Aber manchmal esse ich so Himbeeren und damit geht das irgendwie leichter. Aber die haben sie auch nicht immer, ne? Wenn ihr einen Tipp habt wegen so Himbeerkram, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Die werden bei mir immer so schnell schlecht. Nehmen wir mal einmal Himbeeren und Blaubeeren heißen die. Ja, nehmen wir das mal mit. Dies habe ich letztens bei meiner Schwiegermutter gegessen. Hammerlecker. Apfelmark mit Banane. Next Level. Tschüss. Dann brauche ich auch immer wieder, mag ich mega gerne. Wie lange sind die haltbar? Care Garden gesalzen. Balance, weißt du. Machst dir 50 Spiegeleier, aber achtest auf Balance. Und ungesalzen, wenn ich mal so Pfannkuchen und so mache, weißt du. Dann Räucherlachs Premium. Hammerteuer, Digis. Hammerteuer, aber manchmal gönne ich mir den gerne. Ich meine, 4 € ist eigentlich nicht teuer für Fisch, der gefangen wird und so, ne? Aber es gibt auch günstigeren Lachs, aber den hier mag ich auch sehr, sehr gerne und kann ich empfehlen. Dann wisst ihr, ich bin ein Frischkäse-Gangster. Buco Balance habe ich immer 4-5 Packungen auf Vorrat zu Hause, deswegen kaufe ich jetzt keinen. Aber Paprika Brunch blablabla Aufstrich kann man so viel mit kochen, ist so lecker, schmeckt als Aufstrich, dies, das. Deswegen kommt der mit. So, dann Essraumkäse. Das ist der leckerste von allen, Digis. Es gibt viele andere. Oh, guck mal, es gibt mehr Sorten. Die sind neu, nussig, mild, kräftig, würzig. Oh, ich traue mich immer nicht, neue Sorten. Ja, mein Pickel ist genau im Fokus. Ich traue mich immer nicht, neue Sorten zu probieren. Was ist, wenn kräftig, würzig nicht schmeckt? Komm, wir sind mutig. Wir nehmen noch eine Sorte von der gewohnten Sorte, eine andere, die wir nicht kennen. Für den kleinen Genuss zwischendurch, wenn es mich mal nach einem Brot gelüstet. Hähnchenbrust, hauchzart und feinwürzig. Ja, wundert euch nicht, es sind auch andere Sachen hier im Wagen zwischendurch. Schatzi packt auch noch irgendeinen Kram rein, aber ich zeige euch ja, was ich so einkaufe. Fleischklößchen haben wir eigentlich auch immer zu Hause. Die mag ich nämlich richtig, richtig gerne zur Hühnersuppe und die sind auch echt lecker und deswegen haben wir immer welche da, falls mal jemand krank ist oder einer Lust hat auf Hühnersuppe. Oh, Pizza,
haben wir eigentlich auch immer zu Hause. Thunfisch. Okay, Salami haben sie nicht. Also nicht die, die wir mögen. Ich finde gut und günstig eigentlich echt chillig. Ne? Ich mag das auch nicht bei Pizzas, wenn die so einen dicken Boden haben und dies und das. Und nee. Einfach eine normale Pizza. Oder wenn sie so einen ganz dünnen Boden haben. So Steinofen hat zum Beispiel immer einen sehr dünnen Boden. Ja, dann hast du noch irgendwo diese American Pizzas, die sehe ich gerade nicht, die immer so einen ganz dicken Boden haben. Nee. Thunfisch brauchen wir auch. Da nehme ich immer am liebsten den im eigenen Saft. Der hat auch irgendwie weniger Kalorien. Und wenn ich so Essen wie heute mache, nehme ich den. Wenn ich Salat mache, nehme ich den teureren. Und Thunfisch haben wir eigentlich auch immer auf Vorrat da. Aha. So, Eier brauchen wir auch. Dreimal kann ich kein Deutsch, oder was? Zwei. Na okay, rechnen auch nicht zweimal. Okay, fangen wir von vorne an. Eier, da nehme ich immer Größe L. Edeka hat so ein cooles, nicht Kooperation, aber die arbeiten halt mit so einem Hofladen hier in der Nähe zusammen. Dann nehme ich die immer. Ist eigentlich ganz chillig. Das sind dann zwar die teuersten, aber so unterstützt du noch mal ein bisschen auf regional, weißt du? Weil wir beziehen ja auch unsere... Wir beziehen ja auch unsere Äpfel von Bauern aus der Region und ja, die Eier dann bei Edeka und er bezieht sie von dem Hofladen hier in der Nähe. Das ist jetzt aber ein heftiger Balanceakt. Energy, weil ich einfach echt ein Energy-Problem habe. Ich trinke jeden Tag Energy. Ey. Ich habe es reduziert, aber ich kriege es immer noch nicht hin, gar keinen zu trinken. Hammer anstrengend. Dann so eine kleine Kiezmische. Mag ich auch sehr gerne. Tschüss, Digga, chill hin. Chill. Mag ich auch sehr gerne. Ist ein leckeres Bierchen. Wir sind in der Knabberabteilung. Jedes Mal denke ich so, bleib stark, kauf nichts zu knabbern, damit du das zu Hause aufbrauchst und dann anfängst, Diät zu machen. Aber... geboren als Mampfer. Schatzis Lieblingschips nehme ich mir auch immer mit. Einkaufswagen füllt sich. Gucken wir mal auf meine kluge Liste. Aufschnitt, Thunfisch, Fleischklößchen. Okay, Mehl fehlt noch. Und dann sind wir fertig. Digga, ich muss erst mal gucken, wo Mehl ist. Ich kaufe hammer selten Mehl. Ich benutze das eigentlich nur, wenn ich Pfannkuchen mache. Ah, nehme ich Schatzi seine Lieblingsschokolade mit? War er nett? Ach, Digga, scheiß drauf, ob er nett war. Ich bin nett. Ah, ist auch noch reduziert. Ist ein Zeichen von Gott. Er ist gar nicht seine Lieblingsschokolade, aber irgendwie mag er die in letzter Zeit. Ich filme immer bei solchen Sachen von unten. Wundert euch nicht, damit ihr die anderen Leute nicht seht, weißt du? Mit bla muss er nicht sein. Ach, Digga, genau. Gut, dass ich an den Stiften vorbeilaufe. Irgendwas war doch mit meinen Stiften letztens. Irgendwelche wollte ich mir neu kaufen, aber warum? Welche Farbe überhaupt? Ich weiß es nicht. Irgendwas war doch, ich habe meinen Kalender nach Farben sortiert und irgendwas hat mir da nicht gepasst mit... Ja, wenn es mir jetzt nicht einfällt, wird es nicht so wichtig sein. Ja, moin, hier waren auch schon zwei Followerinnen, die mich erkannt haben, aber die haben mich nicht angesprochen. Oft trauen die sich dann nicht, ne? Ich denke so, okay, ich kann ja auch nicht hingehen und sagen, hallo, ich bin Özlem, willst du ein Foto mit mir? Digga, was... Wo haben die denn Mehl, ey? Ach, hier haben wir Mehl. Ich glaube, das war der. Hier, Instant-Mehl. Für Suppen, Soßen und Pfannkuchen. Nehmen wir einfach den, ne? Ja, auf jeden. So, das ist jetzt der Einkaufswagen. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur Kasse, bezahle das und dann wird alles ein bisschen anstrengend. Quatschen wir gleich zu Hause weiter. Brauche ich noch irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Obwohl. Nee, ich glaube, das war's. Die Tüte ist sehr voll. Guck mal, das ist so eine Tüte von Teddy. Die sind richtig gut. Die sind vom Stoff wie Ikea-Tüten und halten sehr, sehr viel aus und sind sehr groß und deswegen sind die richtig nice zum Einkaufen. Hallo. Und tschüss. Baby, hallo. Guck mal, Baby, begrüßt Mami immer. Ja, oder auch nicht, doch macht er. Ja. So, endlich wieder zu Hause. Jetzt bin ich gerade an meinem Schminktisch. Da, wo Baby heute war, habt ihr live mitbekommen. Ich freue mich hammerdoll, dass ich für mich diesen epischen Moment zufällig dann gefilmt habe. Ich habe gerade angefangen, wollte mit dem Vlog weitermachen und dann meinte Schatzi, Rodi ist oben und so. Na, ich so, nein, bla. Ja, ich werde jetzt noch ein Video drehen. 1000 Fragen an dich selbst. Das seht ihr hier. Das ist so meine Fragenliste. Hier habe ich noch Hello Buddy Sachen. Ich habe heute einen Werbepart für Instagram gedreht. Folgt mir gerne auf korrekt auf Instagram. Da habe ich immer ganz viel Werbesachen, Rabattcodes für Firmen, bla. Ihr begleitet mich in meiner Story und. Und oh, dann muss ich gleich noch mit ihm auf Kaki-Tour bei dem stürmischen Wetter, ey. Und dann war es das auch langsam für heute, ne? Dann PC-Arbeit und fertig, ne? Das ist mein Kaki-Outfit. Gummistiefel, Pullover, Jacke, Kapuze. Ich werde danach sehr nass sein. Deswegen gehe ich danach direkt duschen und mich abschminken. Aber jetzt erstmal mit dem König rausgehen, damit er sich eine halbe, dreiviertel Stunde einen perfekten Ort aussuchen kann zum Kaki machen. So, Digis, ich bin jetzt zurück vom Gassi gehen und jetzt werde ich mich abschminken, duschen und dann kommt auch nur noch PC-Arbeit auf mich zu. Digis, tschüss. Wenn ihr mir noch nicht folgt wegen meinem unglaublich strukturierten Kanal und meiner super netten Art. Guck mal, das ist mein Kosmetik-Pflegeschrank.
Und da ist etwas versteckt. Ich habe ein Aufgebraucht-Video auf meinem Kanal. Da zeige ich mal Produkte, die ich aufgebraucht habe, die leer sind. Und im Moment teste ich eine Bodylotion. Tschüss. So eine Bodylotion habe ich noch nie gesehen. Die habe ich mir gestern auch drauf gemacht. Die riecht so krass. Deine Haut ist so weich danach. Das ist heftig. Die ist wirklich, die gehst, du tust sie drauf. Du riechst wie eine griechische Göttin der Liebe und Schönheit. Tschüss. Die werde ich, wenn sie leer ist, auf meinem Aufgebraucht, in einem Aufgebraucht-Video zeigen. Deswegen abonniert meinen Kanal, damit ihr die griechische Göttin Bodylotion nicht verpasst. Wollte ich nur nochmal sagen, weil ich weiß, ich packe sie gleich wieder auf mich rauf und so. Ja, ich muss jetzt auch duschen, weil ich bin kleiner Stinky. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, auch wenn er ein bisschen chaotisch war. Manchmal sind meine Vlogs chaotisch, manchmal nicht. Kommt immer drauf an. Heute war es aber so. Dafür habt ihr einen epischen Moment mit mir miterlebt. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Vlog fandet. Und schreibt mir einfach, worauf ihr Lust habt. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage... Lasst einen Daumen nach oben auf korrekt. Und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.